Wir sind durch mit unserem kleinen Warming-up und können uns jetzt mit großen Schritten dem ersten inhaltlichen Austausch nähern. Und zwar wird sich unsere erste Panel-Diskussion mit dem Thema, mit den Beschlüssen des Staatssekretärsausschusses zur globalen Gesundheit beschäftigen. Vielen von Ihnen wird dieser Ausschuss sicherlich ein Begriff sein. Für all diejenigen, denen das kein Begriff ist, vielleicht noch mal ein paar ganz kurze Worte zur Orientierung. Der Staatssekretärsausschuss unter der Leitung des Chefs des Bundeskanzleramtes dient als zentrales Steuerungsorgan der Nachhaltigkeitsstrategie. Und in seinen öffentlichen Beschlüssen hält der Ausschuss die Position der Bundesregierung zu diskutierten Themen fest, würdigt Erreichtes, gibt Anregungen für künftige Aktivitäten und stößt auch konkrete Maßnahmen an. In seiner Sitzung im Oktober 2018 hat sich dieser Ausschuss dann erstmals mit den Themen der globalen Gesundheit beschäftigt und diskutiert. Und in seinem Beschluss dazu werden mit den Themen Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen, Bekämpfung und Prävention von nicht übertragbaren Krankheiten, die Nutzbarmachung der Potenziale einer zunehmenden Digitalisierung und die vernachlässigten und armutsassoziierten Tropenkrankheiten als Schwerpunkte gesetzt. Und für die Startphase, Sie haben ja jetzt schon zu Beginn gehört, diese Hub hat erstmal eine Interimsleitung. Im Lenkungskreis hat sich diese Hub drei dieser Themen ausgewählt, an denen Sie sich jetzt erstmal orientieren, bis Sie alle diesen Hub mit neuen Themen, mit anderen Themen, mit Ihren Schwerpunkten füllen werden. Wir wollen nun gemeinsam in dieser kleinen Panel-Diskussion in der nächsten Runde diskutieren, welche aktuellen Herausforderungen es gibt mit den Beschlüssen des Staatssekretärsausschusses. Welche Bedeutung haben diese Beschlüsse auf die sektor- und akteursübergreifende Zusammenarbeit für die Bearbeitung der genannten Themen? Und es gibt viele Themen, die da nicht drin stehen. Und da möchten wir darüber ins Gespräch kommen, wo liegen denn auch andere thematische Herausforderungen im Bereich der globalen Gesundheit? Es sind vier Diskussionsteilnehmer eingeladen worden, die ich jetzt auch gleich nach vorne bitte. Und zwar Frau Professor Dr. Dr. Ilona Kickbusch. Herzlich willkommen. Tanja Herfurth. Bernd Pastors. Und Johanna Hanefeld. Herzlich willkommen. Ein bisschen was zum Verfahren für diejenigen, die jetzt während der Diskussion das Gefühl haben, oh, ich habe eine ganz dringende Frage. Heben Sie sich die auf, schreiben Sie sich die auf. Wir werden jetzt sozusagen erstmal miteinander ins Gespräch kommen, so ungefähr 40 Minuten. Und dann werden wir viel Raum haben, um Ihre Fragen, Anmerkungen mit einzubringen. Ich möchte aber gleich im Vorfeld schon mal darauf hinweisen, dass der ein oder andere kennt das vielleicht, diese Co-Referate, die dann nochmal gehalten werden, dass wir das vielleicht wirklich auf Fragen, Anmerkungen dann hinterher in der Fragerunde begrenzen. Frau Kickbusch, Sie sitzen jetzt am weitesten weg von mir, aber Sie haben ein Mikro. Ich stelle Sie noch mal ganz kurz vor. Sie sind die Direktorin des Global Health Programms am Graduated Institute of International and Development Studies in Genf und waren unter anderem Vorsitzende des internationalen Beratungsgremiums zu globaler Gesundheit der Bundesregierung. Dieses internationale Beratungsgremium, welches die Bundesregierung zu den Themen globale Gesundheit berät und dessen Vorsitz Sie waren, thematisiert in seinen Empfehlungen zwei der drei Themen, die auch im Staatssekretärsbeschluss enthalten sind. Das ist einmal die mikrobielle Resistenzen und das Thema Digitalisierung. Warum hat aus Ihrer Sicht, haben diese Themen so eine hohe Relevanz und was sind konkrete Herausforderungen in diesem Bereich? Ja, zum Ersten muss ich natürlich Werbung machen für den Bericht des Internationalen Beratergremiums. Ich hoffe, Sie hatten alle schon Zugang zu diesem Bericht. Ich weiß nicht, ob er hier ausliegt, aber er ist auf jeden Fall auf dem Web zugänglich. Und wir hoffen, dass Sie daraus wirklich Ideen ziehen können, auch für die Arbeit des Hubs und für Ihre eigene Arbeit, weil das Gremium hat wirklich sehr, sehr intensiv daran gearbeitet. Ich bin ja zum Staatssekretärsausschuss eingeladen worden, erstens, weil wir sehr gepusht haben, auf der Agenda dieses Ausschusses zu sein. Wir hatten einen Peer Review auch des Ausschusses gesehen, der von Helen Clark
unter einem internationalen Team durchgeführt wurde, auch ein Bericht, den ich Ihnen sehr empfehle und den wir ein bisschen als Vorbild genommen haben für unseren Bericht und haben dann gesehen, hoppla, da ist ja kaum globale Gesundheit. Natürlich sind sehr viele Determinanten der globalen Gesundheit angesprochen und das zeigt schon eine der Problematiken, dass schon wichtige Dinge gemacht werden, aber ihr Gesundheitsbezug, der eigentlich durch die Sustainable Development Goals, und das ist ja auch die Aufgabe dieses Ausschusses, unterstrichen werden sollten, nicht visible waren, nicht sichtbar waren und deswegen wurde ich dann auch als Vertreterin unseres internationalen Ausschusses eingeladen. Ich glaube, mir ist eine Sache sehr wichtig und das war unserem Gremium wichtig und ist auch in den Empfehlungen des Staatssekretärsausschusses sehr deutlich. Es geht einerseits um Themen, aber es geht andererseits auch um Strukturen und um Kohärenz und Kooperation. Und ich fände es sehr gefährlich und dagegen hat sich auch unsere Beratergruppe sehr ausgesprochen, nun sozusagen eine Wettbewerbsliste aufzustellen, welches globale Gesundheitsproblem ist jetzt das Wichtigste. Und sollen wir jetzt NTDs machen oder NCDs oder dies oder jenes? Uns ging es sehr darum, dass es wichtig ist in Deutschland, und das sagt ja auch der Ausschuss, dass man Strukturen der Kooperation und Zusammenarbeit besonders zwischen den Ministerien schafft. Und wir haben gesagt, und da komme ich auf Ihre Themen, wir haben gesagt, besonders jene Themen sind von Bedeutung, die sich sozusagen in diesen Sustainable Development Goals Kontext einbauen lassen, die ein transformatives Potenzial haben und die intersektorale und interdisziplinäre Zusammenarbeit nach sich ziehen. Von daher war es für uns ziemlich klar, dass die Neglected Tropical Diseases sehr wichtig sind, weil sie Teil einer Armutsstrategie und einer Afrika-Strategie Deutschlands sein müssen. Man kann keine deutsche Afrika-Strategie haben, ohne Neglected Tropical Diseases anzugehen. Uns war dann Antimicrobial Resistance auch wichtig, auch weil es ganz unterschiedliche Bereiche von der Landwirtschaft bis Gesundheit, bis zu großen Forschungsaufgaben und so weiter nach sich zieht und dass wir hier auch schon wieder eine Querverbindung auch zu dem Thema, das wir finden, in Deutschland vernachlässigt wird und was Gott sei Dank hier ja gleich im Anschluss aufgegriffen wird, nämlich die Planetary Health und die Digitalisierung, sage ich mal, sowieso. Die Digitalisierung ist ja nichts Getrenntes. Wir können Gesundheit nicht mehr ohne Digitalisierung machen, ohne Digitalisierung verstehen und deswegen brauchen wir das. Wir haben NCDs nicht aufgegriffen. Warum? Weil wir gesagt haben, Deutschland hat eine immense Kompetenz in Universal Health Coverage und wir möchten, dass Deutschland weiter kämpft, ich sage bewusst kämpft, für Universal Health Coverage im internationalen und im bilateralen Raum. Wir haben gesagt, Deutschland soll nicht jedes prioritäre Thema aufgreifen und wieder ein neues Fass aufmachen, sondern wirklich dort, wo man Deutschland braucht, wo es eine Geschichte auch hat und was vorweisen kann, wie in Universal Health Coverage, da soll Deutschland aktiv sein. Und alle anderen Themen, die wir genannt haben, müssen kohärent sein mit der Universal Health Coverage Agenda. Das Thema Digitalisierung wird ja dann auch morgen nochmal bei diesem Thinking Outside the Box einen Schwerpunkt haben, also auch hier nochmal im Hub. Vielen Dank erstmal dafür. Tanja Herfurth, Sie sind Gründungsmitglied und wurden jetzt schon mehrfach vorgestellt als Co-Interims-Lenkungsvorsitzende dieses Hubs. Sie haben vergangene Woche haben die Young Leaders, die Sie ja auch vertreten, Young Leaders for Health, die Social Challenge on eHealth veranstaltet. Dort ging es unter anderem auch um das Thema nicht übertragbare Krankheiten. Warum hat aus Ihrer Sicht dieses Thema gerade so eine massive Bedeutung und warum sollte dieses Thema auch für den Hub als Akteurs- und sektorübergreifendes Thema relevant sein? Ja, erstmal hallo von meiner Seite auch. Es freut mich sehr, hier zu sein.
Erst einmal möchte ich diese Gelegenheit nutzen, im Namen von Young Leaders for Health, den Vertretern der Gruppe Nachwuchs, mich für die Einladung zum Global Health Talk zu bedanken. Falls Sie noch nicht wissen, wer oder was Young Leaders for Health ist, nutze ich kurz die Gelegenheit, Ihnen einen kleinen Überblick zu geben in unsere Maxime. Young Leaders for Health ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der sich der Aufgabe angenommen hat, die nächste Generation von Führungskräften im Bereich der globalen Gesundheit zu fördern. Wir sind ein internationales Team, bestehend aus Studierenden und jungen Berufstätigen aus diversen Fachdisziplinen. Und die drei Säulen, welche die Arbeit von Young Leaders for Health kennzeichnen, sind Bildung, Advocacy und Innovation. Und nun zu Ihrer Frage. Wir haben uns vergangene Woche im Rahmen der Young Leaders for Health Social Entrepreneurship Challenge on eHealth mit der Thematik Non-Communicable Diseases and Air Quality auseinandergesetzt. Warum? Schauen wir uns dazu die Zahlen zu dieser anhaltenden globalen Epidemie an. Nicht übertragbare Erkrankungen töten weltweit 41 Millionen Menschen jedes Jahr. Das macht 71% aller Todesfälle aus. Der Großteil davon sind vorzeitige Todesfälle. NCDs, eine Gruppe von Erkrankungen, zu der Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, chronische Atemwegserkrankungen und psychische Störungen gehören, machen 77% der Krankheitslast in der europäischen Region der WHO aus. Und dem muss man hinzufügen, dass Länder des globalen Südens noch stärker von NCDs betroffen sind als Länder des globalen Nordens. Und neben den Todesfällen sind Behinderungen, drastisch reduzierte Lebensqualität sowie finanzielle Belastungen von Individuen und nationalen Gesundheitssystemen auch einige der Konsequenzen von NCDs. Und warum wir, die nächste Generation von Führungskräften, uns im Rahmen der Wild Age Social Entrepreneurship Challenge on eHealth dieses Jahr mit der Thematik NCDs and Air Quality auseinandergesetzt haben, ist, dass diese globale Epidemie vermeidbar ist. Dafür brauchen wir jedoch einen flächendeckenden Ansatz, der alle Sektoren, sprich Politik, Gesundheit, Finanzierung, Verkehr, Bildung, Landwirtschaft, Stadtplanung und Innovation inkludieren muss. Des Weiteren sind wir der Auffassung, dass digitale Technologien als Instrumente der Vorbeugung und der Therapie dienen können. Nicht übertragbare Erkrankungen sind die anhaltende Epidemie dieser Zeit, die wir nicht länger aufschieben können. Um konkrete, effektive und nachhaltige Lösungsansätze zu generieren und zu implementieren, sind alle Disziplinen aufgefordert, zusammenzuarbeiten. Dennoch ist nicht zu vernachlässigen, dass ein sogenannter Multi-Stakeholder-Approach oder Multi-Stakeholder-Ansatz die Federführung seitens der Politik verlangt. Vor allem, wenn man sich die kommerziellen Determinanten der Gesundheit vor Augen führt. Vielen Dank. Sind denn von den Young Leaders for Health auch noch andere Kollegen von Ihnen hier im Saal oder sind Sie heute alleine? Heute bin ich alleine, okay, morgen kommen ein paar andere, genau, aber Young Leaders for Health, wie gesagt, wir sind global vertreten, wirklich, wenn ich sage auf allen Kontinenten, meine ich das auch. Zwar sind wir formell registriert in Berlin, aber agieren global. Weil ich bin überzeugt, dass Sie den einen oder anderen jetzt neugierig gemacht haben, dann wird man Sie in der Kaffeepause dann entsprechend ganz alleine ansprechen, gerne, bis morgen die Unterstützung kommt. Des Weiteren hier in der Runde darf ich begrüßen Frau Dr. Johanna Hanefeld. Sie ist Leiterin der Berliner Außenstelle der London School of Hygiene and Tropical Medicine und assoziierte Professorin für Gesundheitspolitik und Systemforschung mit thematischem Schwerpunkt auf politischer Ökonomie der globalen Gesundheit. Herzlich willkommen. Wow. Okay. Die enge Zusammenarbeit unterschiedlicher Sektoren im Sinne eines One Health-Ansatzes ist zur Eindämmung von also dieses Wort hat es mir heute wirklich angetan. Resistenzen sehr wichtig. Welche Kooperationen und Ansätze gibt es hier schon? Vielleicht können Sie die uns kurz aufzeigen. Und wie kann dann, es geht ja sozusagen zwei Tage lang auch darum, wie sich der Hub für die Zukunft aufstellt, zur Bearbeitung dieses Themas beitragen, ohne, und das hat Frau Kickbusch auch schon gesagt, ohne Doppelstrukturen zu schaffen und auch entsprechend Synergien zu generieren. Ja, vielen Dank, also auch vielen Dank für die Einladung und die korrekte Introduction hier meines. Also AMR, ich kürze es einfach ab, damit ich es nicht sagen muss, antimikrobiale Resistenz, ist genau im Grunde das Thema, weshalb es sowas wie den Hub geben muss. Denn um AMR, wie auch jedes andere Thema im Grunde in Global Health, und Frau Kickbusch hat es
hat es im Grunde schon angesprochen, erfolgreich zu bekämpfen, brauchen wir sektorübergreifende Zusammenarbeit. Das ist völlig klar. Und im Grunde AMA stellt uns das eben sehr klar dar, weil man eben von Agriculture zu Environmental Sector, also zum Umweltbereich, zum Gesundheitssektor wirklich zusammenarbeiten muss in jedem Ansatz. Und das ist nicht immer einfach. Dafür brauche ich Strukturen und dafür brauche ich Strukturen wie den Global Health Hub. Deshalb bin ich im Grunde ein großer Fan von dem Global Health Hub und auch, um zu sagen, im Grunde den Ratschlägen, die das International Advisory Board der Bundesregierung und dem BMG jetzt ausgesprochen hat, die eben sehr dahin gehen, dass man sagt, man muss auf die Struktur gucken und nicht nur auf eine lange Liste von Themen. Und wenn man dann speziell zu AMA guckt, sind ja ganz klare Barrieren da. Und ich habe in dem Bereich auch ein bisschen bin ich ein bisschen wissenschaftlich tätig, bezogen aber im Wesentlichen auf Schwellenländer und im globalen Süden. Und ich denke, da gibt es ein paar ganz klare Barrieren, die man überkommen muss und wo der Hub, denke ich, eine gute Rolle spielen kann. Also in unserer Erfahrung oder so, in meiner Erfahrung muss man schon klar sein, dass im Veterinärbereich und im humanmedizinischen Bereich normalerweise eine Grenze oder eine Barriere zwischen den Professionen besteht. Da ist eine Konkurrenz und die, würde ich sagen, traditionell reden die nicht miteinander. Also ich denke da, wie gesagt, Strukturen wie der Hub ist gut. Auf globaler Ebene haben wir ja jetzt die trilaterale Kooperation zwischen der OIE, FAO und WHO, die ist ganz wichtig. Und ich denke, das ist eben auch so das Prinzip der intersektoralen Arbeit, das, was man hier auch vorbereiten kann, was man hier auch nutzen kann. Und wir hatten 2017, falls jemand jetzt ganz interessiert ist, also dieses Konzept von One Health, wir haben eine kleine Studie gemacht, wo wir uns angeguckt haben, wie One Health Netzwerke aufgebaut sind in Südasien, in Afrika und in Nordamerika. Und also eine der Sachen, die wir, das ist im Lancet Global Health, falls da jemand an interessiert ist, hatten wir das publiziert. Und zum Beispiel bei der Studie, was wir gefunden hatten, war, dass zwar die Kooperation zwischen Veterinär und Humanmedizin gefördert worden war, dass aber die Environmental Health Leute völlig rausgelassen wurden. Also da muss man sagen, was ist die Lesson? Ich denke, die große Warning ist zu sagen, nicht versuchen, eine Struktur zu schaffen, wo man zwei Akteure zusammenbringt und dann aber den dritten rauslässt. Also ich denke, Offenheit für die Zusammenhalt ganz wichtig. Und jetzt wollte ich noch sagen, dann, wenn man das jetzt ein bisschen konkretisieren will, habe ich gedacht, kann ich auch noch ein bisschen mitteilen, so die Erfahrung, die wir ganz konkret haben an der London School. Und zwar haben wir seit 10 Jahren einen Masterstudiengang zu One Health. Und der ist zusammen mit dem Royal Veterinary College. Und der hat im Grunde so eine, also da gab es auch zu Anfang so ein bisschen Skepsis, sollen wir zusammenarbeiten? Es gibt ja immer so ein bisschen Kompetition auch zwischen den Institutionen. Und das ist aber im Grunde eine super Zusammenarbeit geworden. Und die Zusammenarbeit funktioniert aber teilweise, denke ich, dadurch zum einen wieder, dass es Strukturen gibt, aber zum anderen, dass es auch eine Form von Incentives gibt. Also dass es eine Belohnung dafür gibt, wenn man die Studenten erfolgreich durchbringt durch so ein Programm. Es gibt jetzt einen Pott Geld, für den man sich bewerben kann, für Doktoranden, die dann, wenn sie erfolgreich diesen Masterstudiengang durchlaufen haben, zu einem One Health-Thema promovieren können an den beiden Institutionen zusammen. Und für mich persönlich, also ich habe 2 dieser Doktoranden gehabt bisher, das ist ganz klar, ich arbeite jetzt viel mehr mit den Kollegen von dem Royal Veterinary College zusammen. Das ist super, da kriegt man völlig fully funded PhD. Und das ist nicht viel Geld, also wenn man sich jetzt das groß überlegt, aber das ist, sagen wir, das ist so eine kleine Karotte, wo wir uns nachstrecken und sagen, ja, das ist super. Also ich denke, man muss da ganz praktisch, also in der Praxis denken, wie kann man die unterschiedlichen Sektoren pragmatisch zusammenbringen zum Arbeiten.
Da gucken wir nachher nochmal, ob Sie vielleicht noch ein paar andere Beispiele dabei haben. Aber vorher möchte ich gerne noch Herrn Bernd Pastors vorstellen. Er gehört, er ist Vorstandssprecher beim Verein Action Meteor. Und vielleicht können Sie uns auch gleich nochmal ein bisschen beschreiben, was denn dieser Verein macht. Und Sie sind außerdem Geschäftsführer von Action Meteor International Healthcare. Vielleicht machen wir erstmal die Vorstellung von dem Verein. Und dann habe ich natürlich auch eine Frage für Sie. Ja, gerne. Ja, erst nochmal vielen Dank für die Einladung hier. Vielleicht zu unserer Organisation, dort oben steht Deutsches Medikamentenhilfswerk, Aktion Meteor. Ich bin dort Vorstandssprecher und dann eben Geschäftsführer der GmbH. Vielleicht zu den Aufgaben von Meteor. Wir sind einerseits ein Verteiler von Medikamenten, Medizinprodukten. Wir versorgen rund 10.000 Partner in 140 Ländern. Aber aus der Tradition heraus, vor 50 Jahren mal mit dem Sammeln von Ärztemuster angefangen, heute eben alles nur Ware nach WHO-Standard. Und wir haben mittlerweile eben Niederlassungen in Tansania und auch in Malawi gegründet, um dort mit unseren lokalen Partnern eben Eigenständigkeit, Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das heißt, mittlerweile sind wir 10 Jahre in Tansania und sind dort quasi eine Niederlassung, ausschließlich Tansania, vom Pharmazeuten über Bookkeeper, über Store Manager, alles unsere Partner. Und es ist uns wichtig, eben vor Ort Entwicklung in Gang zu setzen. Dazu kommt, dass wir auch im Bereich Ausbildung tätig sind. Das heißt, wir vergeben Stipendien an Masterstudenten im Bereich Pharmazie, die an der Muhimbili-Universität in Tansania studieren, mit dem erklärten Ziel, eben eine nachhaltige Struktur zu entwickeln. Dazu machen wir aber auch Entwicklungszusammenarbeit. Dort geht es auch vor allen Dingen um Ausbildung, zum Beispiel Hebammenschule in der Post-Ebola-Zeit jetzt in Liberia und Sierra Leone, genauso eben im Bereich humanitäre Hilfe, im Bereich der Not- und Katastrophenhilfe. Für uns ist eben halt wichtig, Universal Health Coverage eben Zugang zu entschaffen, aber auch gleichzeitig Infrastruktur zu schaffen und das eben durch Austausch mit Partnern, durch Ausbildung vor Ort, das auch durchgängig machen. Das heißt, wir machen Veranstaltungen sowohl vor Ort als auch bei uns. Wir kommen vom Niederrhein aus Tönesforst, sodass tatsächlich eine nachhaltige Entwicklung sich doch entwickeln kann. Und wir halten hier den Global Health Hub für eine tolle Idee. Ganz einfach, weil wir es auf der einen Seite interministeriell haben, das ist keine Selbstverständlichkeit, und auf der anderen Seite sektorübergreifend. Ich war viele Jahre im FENRO-Vorstand, wir haben immer Kohärenz gefordert und hier entwickelt es sich so langsam. Und welchen konkreten Beitrag können Sie denn als nichtstaatlicher Akteur leisten, um diesen Beschluss sozusagen auch voranzutreiben? Es ist ja, in diesem Beschluss wurde ja sozusagen, wurde beschlossen, dass interministeriell zusammengearbeitet werden soll und nun sind Sie als nichtstaatlicher Akteur ja auch sozusagen an den Themen interessiert. Welcher Beitrag kann von denen kommen? Also wir haben ja eine Tradition innerhalb der Zivilgesellschaft immer sehr offen, aber auch kritisch eben mit Regierung und mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir verstehen uns häufig als sogenannter Watchdog. Das heißt, wir begleiten, aber wir bringen uns natürlich selber auch ein, denn unsere Partner sind diejenigen, die vor Ort mit den Partnern eben arbeiten, die Hintergründe dann auch haben, das zurückspielen, sowohl gegenüber der Politik in den politischen Raum hinein, aber genauso auch zu anderen Partnern. Ich denke, die Zusammenarbeit mit Unternehmen auf der einen Seite, mit Parlament und Regierung auf der anderen Seite ist eine sinnvolle Kooperation. Und ich denke, wir werden das an der Stelle sicherlich begleiten. Ich gebe aber auch ehrlich zu, die Zivilgesellschaft gibt es nicht, sondern es gibt nur immer einzelne Akteure. Und der Global Health Hub ist nicht unumstritten innerhalb der Zivilgesellschaft. Zum einen, weil es innerhalb der Zivilgesellschaft traditionell eine sehr enge und intensive Zusammenarbeit natürlich mit dem BMZ gibt. Und jetzt wird das ein bisschen aufgebrochen. Und der eine oder andere tut sich vielleicht damit auch ein bisschen schwer. Wir werben auch innerhalb der Zivilgesellschaft dafür zu sagen, Leute, kommt, bringt eure Ideen mit. Alles das, was ihr auch entwickelt habt an tollen Konzepten, bringt es hier ein. Denn hier sind wir nicht in der EZ und in der Zivilgesellschaft EZ alleine. Manchmal leben wir auch in einer Blase. Ich arbeite jetzt über 34 Jahre in dem Bereich. Das heißt also, manches ist dann auch so, man reflektiert sich gegenseitig und es ist die große Chance, viel enger und viel offener mit Wissenschaft zusammenzuarbeiten, mit Gruppen, mit der Jugend zusammenzuarbeiten, mit anderen Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Ich habe alleine hier schon so viele Kontakte gemacht und neue Dinge dazugelernt. Das ist einfach eine tolle Idee, es weiterzuentwickeln. Wir bringen unseren Beitrag ein. Wir sind nicht die Welt, wir sind ein Teil vom Ganzen und das sehe ich als große Chance aus. Und deswegen kann ich nur dafür werben,
auch in meiner eigenen Community, kommt, macht mit, seid offen und entwickelt mit. Das werden wir uns dann auch nochmal, wenn die Geschäftsstelle sich vorstellt und die Website und die Arbeitsgruppen etc., um zu zeigen, wie kann man sich denn da einbringen, ganz konkret. Das ist einer der nächsten Programmpunkte nach dieser Diskussion. Da können wir dann vielleicht auch die kritischen Fragen, die dort kommen, aus der Zivilgesellschaft auch nochmal mit ansprechen. Frau Herfurth, Digitalisierung, großes Thema, das haben ja schon einige hier genannt. Auch bei Ihrer Veranstaltung sollten innovative E-Health-Tools entwickelt werden. Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie denn ganz konkret zum Thema Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Und was kann das dann konkret auch hier für diesen Hub bedeuten? Also zunächst ist zu betonen, dass unsere Generation eine ist, die die Herausforderung der sogenannten VUCA-World, einer Welt, die gekennzeichnet ist durch Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität, wahrnimmt. Diese sogenannte VUCA-World benötigt interdisziplinäre Ansätze, denn die steigende Komplexität unserer verflochtenen Gesundheitssysteme kann nicht von einer Disziplin alleine angegangen werden. Und hier kommt eben die Digitalisierung mit ins Spiel. Die erste Chance der digitalen Transformation ist die Etablierung von sogenannten Learning Health Systems. Diese sind der Schlüssel, unserer Ansicht nach, für die kontinuierliche Stärkung unserer Gesundheitssysteme. Damit diese Gesundheitssysteme nachhaltig genutzt werden können, müssen sie jedoch interoperabel sein. Und da Interoperabilität ein Kollektivgut ist, ist es die Aufgabe von Regierungen, die sogenannte lenkende Kraft, die Steering Bodies, dieses Digitalisierungsprozesses und der resultierenden Infrastruktur zu sein. Und verstehen Sie mich nicht falsch, die Politik kann und sollte mit einer Vielzahl von Akteurinnen zusammenarbeiten, sie konsultieren und von ihnen lernen, so wie wir das hoffentlich im Hub tun werden. Jedoch muss das Produkt des lernenden Gesundheitssystems in der Hand von den Regierungen sein. Und die zweite Chance der digitalen Transformation ist die Möglichkeit, ein patientenzentriertes Gesundheitswesen zu etablieren. Ein Gesundheitssystem, dass die Ermächtigung von Patientinnen überschreitet und die Menschen ins Zentrum rückt. Die digitale Transformation ermöglicht, wenn man sie richtig bzw. gewissenhaft angeht, Selbstmanagement und integrierte Versorgung, welche behandelt und präventiv ist. Und diese Maßnahmen können des Weiteren dorthin gebracht werden, wo die Menschen sind. Und obwohl die Chancen der Digitalisierung umfassend sind, können diese nur realisiert werden, wenn die begleitenden Herausforderungen adressiert werden. Und zu diesen gehören unter anderem die Aufrechterhaltung von Vertrauen, in dem Transparenz, Datenhoheit und Cybersicherheit sichergestellt werden. Denn ohne Vertrauen gibt es kein funktionierendes System. Somit ist es die Rolle der Politik, das ihnen gegebene Vertrauen zu wahren und sicherzustellen, damit ein sicherer und interoperabler Austausch von Gesundheitsdaten stattfinden kann, ohne dass das Gefühl aufkommt, dass man von Big Brother beobachtet wird. Frau Kickbusch, Sie dürfen jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, noch mal so ein paar thematische Pflöcke einzuschlagen. Es wurde ja deutlich, dass der Hub sich erstmal jetzt in der Anfangszeit sich auf 3 der 4 Themen, die dort in diesem Staatssekretärsausschuss genannt, Beschluss genannt werden, konzentriert. Haben Sie noch so Themen, die aus Ihrer Sicht so relevant sind, dass wir die hier auf gar keinen Fall vergessen sollten und unter Umständen sich auch Menschen finden hier im Saal, die das dann hinterher beim Open Space mit einbringen oder hinterher als Arbeitsgruppe? Ja, Sie haben es schon gehört. Ich bin ja der Ansicht, dass man sich nicht nur mit Themen beschäftigen sollte. Oder es ist eine Frage, wie definiere ich ein Thema, ja? Und ich hätte da sicher ein paar Vorstellungen. Also eines ist durchaus auch zu sehen, wie werden in Deutschland internationale Vereinbarungen umgesetzt. Man nehme als Beispiel die Framework Convention on Tobacco Control. Deutschland hätte nicht sehr viel Glaubwürdigkeit, wenn es sich jetzt als internationaler Akteur in NCDs positionieren würde. Und man hat also zum Beispiel diese wichtige internationale Vereinbarung nicht wirklich konsequent umgesetzt. Der Gesundheitsminister hat vor kurzem auf einer Veranstaltung gesagt, dass er sich das vornehmen möchte. Da könnte er durchaus ein bisschen Unterstützung brauchen. Zweitens gibt es ja einige größere Themen in Global Health, die anstehen und die strategisch von Bedeutung sind
und wo Deutschland auch eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, da eher so strategische Arbeitsgruppen auch zu haben, wäre sehr wichtig. Deutschland hat demnächst die EU-Präsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020. Vorschläge, wie globale Gesundheit dort positioniert werden sollte, wären sicher auch der Diskussion hier im Hub durchaus würdig. Oder auch die Initiative, die Deutschland ja vor längerer Zeit ergriffen hat, das reguläre Budget der Weltgesundheitsorganisation zu erhöhen, die Assessed Contributions. Also das sind nur so eher strukturelle, strategisch, politisch wichtige Themen. Denn mir scheint es schon, wenn man ein Global Health Hub ist, soll man sich nicht nur über Themen unterhalten, sondern um strategische Fragen auch. Auch eine dieser Fragen ist natürlich, ich bin auch dort aktiv, die ganze Frage von Women's Leadership in Global Health, wo es ja auch einige deutsche Initiativen gibt. Das Letzte, was ich vielleicht auch noch ansprechen wollte, auch im Hinblick auf diese zwei einsamen Menschen, die da vorhin aufgestanden sind mit den Think Tanks, dass der Hub tatsächlich ganz bewusst und dezidiert, und das ist auch eine Bitte an die temporären Vorsitzenden oder wie die heißen, diesen Outreach zu machen. Ich meine, nicht zuletzt hier in Berlin, aber in Hamburg und anderswo sind tolle Think Tanks zur Entwicklungspolitik, zur internationalen Politik, zur Umweltpolitik und so weiter. Und mit diesen Think Tanks auch systematischer zusammenzuarbeiten, deren Wissen zu nutzen, Allianzen zu schmieden. Und hier drängt sich Planetary Health natürlich wieder auf, aber auch von denen zu lernen, wie sie sozusagen ein System aufgebaut haben, in auch dieser, im Umweltbereich mit all diesen Beraterausschüssen und so weiter. Es ist ein System, das sich seit 20 Jahren, seit Minister Töpfer sozusagen entwickelt hat. Also mein Plädoyer ist, bitte nicht nur bei inhaltlichen Themen stecken bleiben, sondern strategisch politische Themen bearbeiten und auch bearbeiten, wie ist es mit der Umsetzung von globalen Vereinbarungen hier in Deutschland. Vielen Dank für die Anregung, auch hinterher für die Themengruppen, die wir dann beim Open Space hoffentlich noch finden werden. Ich kündige schon mal an, gleich haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dazu wird es dann Mikros geben, die hier am Rand positioniert sind. Also machen Sie sich schon mal bereit. Vorher habe ich noch ein paar andere Fragen. Frau Hanefeld, Sie sind gerade frisch aus London nach Berlin gekommen. Sie haben schon so ein bisschen erzählt von der Mohrrübe, wie man sozusagen entsprechend Anreize liefern kann. Können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr von Ihren Erfahrungen in Bezug auf sektor- und akteursübergreifende Zusammenarbeit berichten? Was sind da konkrete Herausforderungen und was ist vor allen Dingen auch der Mehrwert, den wir dann davon haben? Naja, also der Mehrwert, da fange ich jetzt mal, ich denke mal, wir sind ja alle hier, weil wir in den Global Health Hub aufbauen wollen. Ich denke, das habe ich gesagt in Bezug auf AMR, also von meiner Seite her, ob man jetzt Planetary Health nimmt oder die NCDs oder AMR oder die Digitalisierung, wir können ja keine der Challenges in Global Health alleine lösen. Das ist ja sektorübergreifend. Also für mich ist Global Health Definition Global Health sektorübergreifend. Also egal, welches Thema man da jetzt als Beispiel nehmen würde. Ich denke, der Mehrwert ist, man kann es nicht alleine machen. So. Und ich denke einfach, also wenn man jetzt sagt, okay, wie kann man sowas aufbauen und angehen? Ich denke, für mich ist das Wichtigste ist im Grunde, was man braucht für sektorübergreifende Zusammenarbeit, ist Vertrauen. Ja, und wie schafft man Vertrauen zwischen Sektoren, die vorher nicht zusammengearbeitet haben, die vielleicht auch manchmal in unterschiedliche Richtungen ziehen oder so. Und ich denke, man kann Strukturen schaffen und man braucht Leute, die willig sind, diese Strukturen zu bearbeiten. Und ich denke, der Hub ist eine der Initiativen, die ganz, ganz wichtig sind, um das zu schaffen. Ich denke, in der Wissenschaft gibt es jetzt auch Initiativen, um so eine Vernetzung aufzubauen, die auch wichtig sind. Ich denke, wir brauchen in jedem Bereich Strukturen und diese Strukturen müssen dann wieder untereinander vernetzt sein. Und dann denke ich, wo Leute dann und mit Leuten gefüllt sein, die, sagen wir mal, die Überzeugung haben, mitarbeiten wollen. Aber ich denke, wir haben ja gerade schon gehört, es gibt da jetzt unglaubliche Energie in Deutschland. Also ich muss wirklich sagen, ich finde, Deutschland ist in einer tollen Position.
Also ich finde, das ist ja erstmal der Ausgang. Ich denke, es gibt die Motivation, es gibt die Energie und jetzt haben wir die Strukturen geschaffen, um das zusammenzubringen und zu sagen, okay, wir machen den nächsten Schritt in der globalen Gesundheit. Und im Grunde würde ich da jetzt gar nicht versuchen, eine Barriere. Ich würde sagen, die Strukturen sind wichtig. Ich denke, die Themen, die selekten sich ja, die wählen sich ja selber aus, in gewisser Hinsicht. Und ich stimme Frau Kickbusch da ganz zu mit dem Mehrwert, wo Deutschland besonders eingreifen kann, dass man nicht sagt, man versucht sich auf alle Themen auszuweiten. Aber ich denke, das ist so ein ganz, ist für mich ist ein ganz natürlicher Prozess und die Themen sind ja auch die gleichen, die unterschiedlichen Gremien genannt haben und die selektiert worden sind. Im Großen und Ganzen sind die ja die gleichen und sind ja auch die sozusagen die dringendsten Themen, denen wir uns stellen müssen. Also ich habe da einen großen Enthusiasmus und mein Enthusiasmus für die intersektorelle Arbeit in Deutschland beruht sich eben auf dieser Energie und darauf, dass es jetzt diese Initiativen gibt, wie den Hub und andere. Herr Pastor, es greift schon zum Mikro. Die Zivilgesellschaft hatte eine Anmerkung dazu. Ja, ich denke, also Themen haben wir darüber gesprochen und ich denke, für die Zivilgesellschaft oberste Priorität oft ganz klar Armutsbekämpfung. Und dann können wir runterdeklinieren, natürlich, neglected diseases haben wir gehört und auch Zugang zu Gesundheitssystemen. Aber nochmal zur Struktur. Ich glaube, Sie haben es eben gesagt, wir müssen Vertrauen schaffen, Vertrauen entwickeln und das ist dann die Basis im Umgang miteinander. Und deswegen auch an uns jetzt hier im Lenkungskreis, wir müssen darauf achten, dass wir zügig eine klare Geschäftsordnung haben, aus der heraus sich entwickelt, wer wählt dann nach den jetzt Eingesetzten, die dann quasi, wenn man so will, durch die Vollversammlung des Hubs, die entsprechenden Lenkungskreis. Themenfindung wird kompliziert werden, aber auf der anderen Seite hat man etwas vorgegeben, an dem man sehr lange arbeiten kann. Dazu gibt es die Möglichkeit, unter eigene Arbeitsgruppen zu gründen. Das ist ja das Tolle an diesem Hub hier, dass man hier sich zu Arbeitsgruppen zusammenfinden kann und die hineintragen kann. Und dann wird man sehen, ob man Mehrheiten finden kann, damit daran gearbeitet werden kann. Also von der Grundidee ganz toll. Meine Sorge wäre, dass man hier aus einer tollen Veranstaltung nach 2 Tagen rausgeht und sagt, super toll. Und im nächsten sehen wir uns dann wieder in einem halben oder dreiviertel Jahr. Und was passiert dazwischen? Also ich glaube, wir müssen wirklich achten, eine Struktur zu entwickeln, dass wir aus der Begeisterung hier heraus, aus den Themen, die wir entwickelt haben, dann ja Prozesse entwickeln können, an denen die hier Interessierten auch bis zur nächsten größeren Veranstaltung weiterarbeiten können. Kann ja heute alles, muss man sich ja nicht mehr persönlich sehen. Kann Webinare sein, was weiß ich, kann man technologisch ja alles entsprechend gestalten. Aber das muss weitergehen und darüber muss man sich Gedanken machen. Wie sollen die Prozesse aussehen, damit wir auch arbeitsfähig bleiben, damit diese Begeisterung auch dann aufrechterhalten wird und wie erhalten wir uns die Offenheit für weitere Neue. Ich denke, es wird schwierig werden zu definieren, wer wählt denn dann auch. Dann habe ich ein klares Commitment, wir sind jetzt natürlich von außen eingesetzt. Aber man muss ja mal anfangen, deswegen ist das in Ordnung. Aber wir müssen Wege finden, das zu legitimieren möglichst und das breit auch eben auf eine breite Basis zu stellen und dann auch zu sagen, sorry, das sind wir jetzt mit und das können wir auch mitgestalten. Und das ist wichtig für das nächste Jahr. Frau Herfurth, können Sie dazu schon was sagen? Geschäftsordnung, wie weit ist da der Prozess zu all den anderen Dingen, wie die Strukturen sind, wie sie laufen werden? Da werden wir nachher die Geschäftsstelle nochmal ordentlich löchern, wenn die sozusagen ihren Fahrplan vorstellen. Aber zu den Sachen, die ja auch den Lenkungskreis betreffen, können Sie da konkret was zu sagen? Genau, also der Lenkungskreis hatte vor ein paar Wochen die erste Sitzung, bei der wir uns genau über diese, also wir haben uns genau diese Fragen, die Herr Pastors gestellt hat, auch unterhalten. Dazu haben wir noch keine Lösung. Das heißt, alle Mitglieder und Mitgliederinnen des Global Health Hub Germany sind da gefragt, mit dem Lenkungskreis, dem Interim-Lenkungskreis und dem Sekretariat zusammenzuarbeiten, dass wir da wirklich eine Infrastruktur etablieren können, die wirklich nachhaltig ist und konkrete Lösungsansätze etabliert. Es wurde gesagt, ne, wir haben eine Infrastruktur. Ich würde sagen, wir haben sozusagen den ersten Grain of Infrastruktur. Das ist sozusagen Startpunkt, aber eine Infrastruktur ist es meiner Ansicht nach noch nicht, denn da gehören wir wirklich alle dazu, dass wir wirklich aktiv werden. Und natürlich ist Vertrauen essentiell. Ich bin aber der Ansicht, dass es seit geraumer Zeit die Mentalität gibt, dass Information gleich Macht bedeutet. Und ich denke, es gibt viele Menschen in diesem Raum, die mit
diversen Situationen konfrontiert wurden, wo sie sich mit Menschen ausgetauscht haben, wo das rübergekommen ist. Und ich denke, dass diese Einstellung alles andere als förderlich ist, sondern genau in die andere Richtung, völlig hinderlich und rückwärtsdenkend. Und wenn wir wirklich fortschrittlich denken wollen, sein wollen, so wie wir es stets sagen und appellieren und an die Bundesregierung adressieren, dann sind wir eben auch gefragt, uns wirklich miteinander auszutauschen, uns die Zeit zu nehmen und zu sagen, klar, ne, Themen gibt es zig, aber wie gestalten wir die Infrastruktur langfristig so, dass wir wirklich konkrete Lösungsansätze, die wirklich nachhaltig sind, entwickeln können? Dann schaue ich mal ins Publikum. Jetzt sind Sie gefragt oder Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Oh, ich sehe schon die ersten Hände. Dann fangen wir doch gleich mal hier drüben an. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen würden, wer Sie sind, wen Sie vertreten oder welche Organisation Sie kommen. Ole Döring, Institut für globale Gesundheit in Berlin. Ich finde es auch toll, dass es den Hub gibt. Ich bin total gespannt, wie er sich entwickelt. Und wir haben jetzt eine ganze breite Vielfalt von Themen und vor allen Dingen auch von Fragestellungen gehört. Es wird sicherlich eine Aufgabe sein, das zu sortieren und methodisch durchzuarbeiten. Ich habe an einer Stelle Bauchweh bekommen, ganz am Anfang, als es hieß, wir haben ja das Interdisziplinäre schon im Grunde erledigt und jetzt geht es ums Transsektorale. Da glaube ich, haben wir vergessen, dass es um das, was Frau Kickbusch gesagt hat, umzusetzen, nämlich die Methodenkompetenzen einzuspielen in das ganze System, nämlich nicht nur die Themen zu bearbeiten, sondern sie auch gut und richtig zu bearbeiten, und zwar im globalen Kontext. Da brauchen wir bestimmte Disziplinen, die bisher noch gar nicht vorkommen, aus historischen Gründen würde ich mal sagen, nämlich die Geistes- und Sozialwissenschaften im weichen Sinne. Ich komme gerade aus China zurück, da hat in Qingdao ein großes Global Health Forum stattgefunden, Frau Kickbusch war auch da. Da hat man eben gesehen, dass um überhaupt zusammenzuarbeiten zu globalen Themen, und zwar jetzt nicht im Sinne von Diplomatie, sondern im Sinne von verstehen, worum es überhaupt geht und welche Optionen wir eigentlich haben, da muss man schon ein bisschen Kulturkompetenz auch haben. Da muss man auch wissen, wie zwischen den verschiedenen Playern in dem Bereich, auch disziplinär, und da komme ich wieder auf das Thema, wie man das eigentlich übersetzen kann, was da passiert. Und zwar nicht im Sinne von Verstehen, sondern im Sinne von kooperativer Entwicklung guter Strategien. Also diese Fragen sind ja nicht nur an die deutsche Bundesregierung im Sinne von Kohärenz gerichtet, sondern wir haben ja auch die WHO, die damit was anfangen können soll und so weiter. Also wir sind im Grunde immer noch ein bisschen eng in unterm Horizont. Wir sollten da auch globaler werden, glaube ich. Und zwar warum? Wir machen das ja nicht, weil wir das einfach nur spaßig finden, sondern wir machen das, damit wir die Welt in eine, für die Jugend in eine vernünftige Verfassung bringen oder die Jugend ermutigen und ertüchtigen, diese Aufgaben, die jetzt kommen im Bereich Gesundheit, besser zu stemmen, als wir das bisher geschafft haben. Und dazu ist es sehr, sehr ermutigend. Ich informiere Sie einfach darüber. Vielleicht haben Sie noch nicht das im Internet gesehen. Es gibt eine wunderbare, klare Erklärung, eine 8-Punkte-Erklärung der Global Health Youth, eine Initiative von der Peking-Universität, die allerdings international organisiert und gemeint ist. Sie finden die auf unserer Website, auf der Website des Instituts für globale Gesundheit Berlin, auf Deutsch übersetzt. Das ist die erste deutsche Übersetzung, die es dazu gibt, auf Englisch und auf Chinesisch ist sie schon draußen. Gucken Sie sich das mal an, da haben sich sehr viele junge Leute aus allen möglichen Professionen ernsthaft Gedanken gemacht, was sie mit der Welt machen möchten und was sie dazu von uns brauchen. Und das ist eine Perspektive, die ich dem Global Health Hub sehr empfehle, mitzubedenken. Dankeschön. Das war sozusagen ein Kommentar, eine Anmerkung, eine Anregung, eine konkrete Fragestellung haben Sie dann dazu? Anregung, super. Okay, dann verbuchen wir was darunter und da ganz hinten. Axel Kröger aus Freiburg, Universität Freiburg, wo wir einen Master für Global Urban Health haben. Ich wollte nur sagen, dass ich immer ein bisschen Angst habe vor diesen Makrobegriffen wie Universal Health Coverage, Digitalisierung und so weiter. Und ich hoffe auch, dass der Hub sich da nicht festbeißt an diesem sozusagen an der Vogelperspektive und nicht runtergeht zu dem, was die Leute wirklich betrifft. Ich bezweifle nicht, dass das sehr wichtige Themen sind, aber mir ist bisher noch nicht aufgefallen, dass Deutschland so besonders stark im Bereich Universal Health Coverage ist, außer auf der rhetorischen Ebene.
wenn man auf Länderebene arbeitet, bekommt man ganz andere Dinge mit. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man sagt, gut, wir schließen die und die Bereiche aus, weil das ja das Thema ist, was in Deutschland besonders bearbeitet wird. Also zusammenfassend, ich hoffe sehr, dass der Hub auch auf konkrete Fragestellungen, auf konkrete Problematiken erstmal die identifizieren kann, priorisieren kann und versuchen kann, Antworten zu finden. So wie ich das bis jetzt verstanden habe, ist genau diese Offenheit jetzt da, um all diese Dinge auch entsprechend einzubringen. So gleich daneben vielleicht und dann gehen wir ein bisschen vor. Mein Name ist Kurt Müller. Ich bin Vorsitzender des Deutschen Berufsverbands der Umweltmediziner und der entsprechenden europäischen Fachgesellschaft und habe eine Lehrtätigkeit für Präventionsmedizin an dem internationalen Zweig der Dresdner Universität. Meine Frage an Sie, unser Ziel muss es doch sein, Primärprävention als wesentliches Ziel zu erreichen, weil wir nur so ökonomisch sinnvoll auf Dauer weiterarbeiten können, wenn uns das für einen wesentlichen Teil der Gesellschaft gelingt. Wie wollen Sie überwachen, wie Sie Präventionsmedizin erreichen? Meine zweite Frage ist, ein wesentlicher Punkt ist die Effizienzkontrolle. Nun bin ich auch ein Arzt, der 46 Jahre Arzt ist und ich kann Ihnen sagen, ich habe an vielen solcher übergeordneten Strukturen, wie Sie es sind, teilgenommen. Es waren immer viele kluge Ideen da. Wenn es dann ans Machen ging, und da komme ich auf meinen Vorredner, dann scheiterte das in Deutschland schon auf der Bundesebene, es scheiterte auf der Länderebene. Das heißt, wenn man tatsächlich als Handelnder umsetzen wollte, konnte man nicht handeln. Wir waren immer überberaten in solchen Gremien und es fehlte an den Strukturen des Handelns. Ich könnte Ihnen lange etwas sagen. Für Hub bin ich keine interessante Figur, weil ich bin an dem Ende der Gaußschen Kurve, die Sie gar nicht ansprechen, dabei brauchen Sie die, um das Scheitern vergangener Maßnahmen sich einmal anzuhören. Ich kann Ihnen viel über Scheitern erzählen und das fehlt auch in dem Panel dort oben. Also der Hub hat ja noch nicht richtig gearbeitet, aber es gab jetzt sozusagen schon erstmal die Warnung, da auch aufzupassen, dass man sich sozusagen nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Hat da vielleicht einer irgendwie etwas Motivierendes, dass genau an sowas auch gedacht ist, dass das diesmal nicht passieren soll? Vielleicht, ich weiß nicht, wer kann dazu ein bisschen was erzählen? Frau Herfurth. Ja, also erstmal vielen Dank für die Anregung und die zwei Fragen. Gut, fangen wir an beim Scheitern. Ja? Ich persönlich habe das Mindset, dass so etwas wie Scheitern, klingt jetzt vielleicht etwas cheesy, wie man in den USA sagen würde, gibt es eigentlich nicht. Denn man guckt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, warum hat es nicht funktioniert und wie können wir das besser machen. Und da sind Sie, ich habe Ihren Namen vergessen, herzlich eingeladen, da wirklich aktiv mit allen Mitgliedern des Hubs, mit dem Lenkungskreis, mit dem Sekretariat zusammenzuarbeiten, sagen, das sind Kernkompetenzen, die uns fehlen und so setzen wir das in Zukunft um, das zu scheitern. Wie wir unseren Fortschritt überwachen, ich denke, das müssen wir alle machen. Wir zusammen sind die Infrastruktur und müssen meiner Ansicht nach die Bundesregierung stets unter Druck setzen und sagen, das sind unsere Forderungen, das machen wir, was machen Sie? Was ist der Track Record, den wir hier an den Tag legen? Genau, natürlich ist es eine sehr optimistische Einstellung. Ich bin jedoch wirklich der Ansicht, dass wenn wir uns selber auch morgens im Spiegel anschauen und sagen, habe ich nur Forderungen gestellt oder habe ich wirklich auch was gemacht und das wirklich alle machen und wir uns da wirklich offen austauschen, nicht nur interdisziplinär und multisektoral, sondern auch mit der Bundesregierung, dass wir da vorwärts kommen. Herr Pastor zuerst und dann Frau Kickbusch. Ja, vielleicht noch zum Scheitern. Also das sind die Erfahrungen aus den vergangenen Jahrzehnten sicherlich. Der Hub kann natürlich auch theoretisch scheitern, indem wir nicht ans Fliegen kriegen und wir uns auch untereinander verstricken. Der Hub ist aber so aufgebaut, dass wir Links haben, sowohl ins Parlament als auch als Beobachter in die Ministerien und damit in die Regierung. Das wäre auch meine Hoffnung im Grunde genommen. Ich verstehe den Hub im Grunde genommen als großen Rahmen, einen Bilderrahmen. Das sind wir aber, die letztendlich das Bild malen, aus den unterschiedlichen Stakeholdern. Und wenn es uns gelingen sollte, Dinge wirklich
zu thematisieren, zu entwickeln und auch Handlungsempfehlungen geben. Dann haben wir den Link einerseits ins Parlament und auch gleichzeitig zu den Regierungen. Dann wird es natürlich konkret werden, dann knirscht es und knarscht es auch sicherlich, aber dann liegt es an uns auch so viel Druck aufzubauen, zu sagen, Leute, ihr wolltet, dass wir etwas auf den Weg bringen, jetzt bewegt euch auch bitte. Also es liegt letztendlich daran, dass wir das gemeinsam entwickeln. Ich glaube, es ist die Chance, der Hub ist national, da wirklich was gemeinsam auf den Weg zu bringen. Das kann man irgendwann mal vielleicht nicht mehr ignorieren, wie man das vielleicht aus einzelnen universitären Initiativen der Vergangenheit konnte. Die Chance ist auf jeden Fall da, weil er von seiner Konstitution eben sehr breit angelegt ist. Malen wir gemeinsam das Bild, dann können wir auch entsprechenden Druck ausüben. Und da wir ja, es ging auch um das Thema Geschäftsordnung, überhaupt Strukturen zu schaffen, so am Anfang ist, wäre das vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, da dann eben, wenn man sich vereinbart, wie man zusammenarbeiten will, das Thema Effizienzkontrolle auch noch mit zu inkludieren oder mit daran zu denken, entsprechende Mechanismen zu haben. Frau Kickbusch. Ja, mein Kommentar geht in die gleiche Richtung, dass jetzt gibt es etwas, was man gestalten kann und ich glaube, das wird ja nicht für einen gestaltet, sondern man hat versucht, eine Struktur, und das Wort Hub drückt das ja aus, eine Struktur zu schaffen, die lebendig sein soll und lebendige Beiträge aufnimmt, zum Teil auch fördert, weil ein bisschen Geld dafür da ist. Und das alles gab es ja vorher nicht. Also ist es sozusagen die Aufgabe aller, die jetzt sich als Mitglied des Hubs eingetragen haben, das voranzubringen und auch dazu beizutragen, dass es eben dann eine gute Leitungs- und demokratische Struktur des Hubs gibt. Ich habe ja bei der Eröffnung des Hubs auch gesagt, dass ich mir nicht vorstelle, dass der Hub eine Art Infrastruktur ist, wo alle das Gleiche denken und sagen müssen, sondern eben auch eine Plattform ist, wo man sich auseinandersetzt, wo man sich streiten kann, wo unterschiedliche Ansätze, Denkweisen und so weiter auch wirklich ausgetragen werden. Denn ein Feld entwickelt sich ja nicht vorwärts, indem wir alle sagen, ja, ja, ja und das Gleiche meinen. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung zu sagen, was heißt Global Health jetzt zu diesem Zeitpunkt? Wie setzt man Global Health um, eben nicht nur woanders, sondern auch hier bei uns? Und welche Beiträge kann man dazu leisten aus einem Land heraus, wie es die Bundesrepublik ist? Das sind so Fragen, an denen man sich abarbeiten muss. Und manche von uns arbeiten ja schon länger in verschiedenen Strukturen, sozialen Bewegungen und wie. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Ja. Aber ich habe jedenfalls nie aufgehört. Das andere, was ich sagen möchte, ist schon wichtig und das hängt mit unserer internationalen Beratergruppe zusammen. Die Kollegen aus dem Ausland haben festgestellt, in der Diskussion mit vielen deutschen Partnern, wie wenig bewusst diesen deutschen Partnern eigentlich ist zum Teil, was Deutschland im Ausland und in der globalen Gesundheit macht und wie wenig das innerhalb von Deutschland geschätzt wird. Ich nehme nur das Beispiel von der ehemaligen Direktorin des südamerikanischen Büros der Weltgesundheitsorganisation, die gesagt hat, über Jahre hinweg war die deutsche bilaterale Hilfe die einzige, die mit uns zusammen am Aufbau von Gesundheitssystemen gearbeitet hat. Alle anderen wollten individuelle Krankheiten beackern. Ja? Deutschland hat mit uns an Systems for Social Protection und an Gesundheitssystemen vor Ort, ich betone, vor Ort gearbeitet. Und ich glaube, solche Sachen muss man auch anerkennen und muss sehen, wie stark manche Leute zu diesem Zeitpunkt, wo der Multilateralismus ja wirklich unter Angriff ist, erwarten, dass Deutschland in diesen Bereichen weiterhin aktiv ist. Und man muss das auf eine bestimmte Weise machen, man muss darüber Rechenschaft ablegen. Deutschland wird nicht immer gut agieren, es hat Konflikte in der letzten Weltgesundheitsversammlung gegeben, kein Land ist perfekt, ja. Aber ich glaube, wir müssen uns also auch von Anfang an diese verschiedenen Elemente vor Augen halten, auch analysieren,
Drum hat ja auch das internationale Beratergremium gesagt, es braucht einen Accountability-Mechanismus für Deutschlands Agieren in der globalen Gesundheit. Es braucht ein unabhängiges Gremium, was sich das anschaut und das auch analysiert im Dialog mit den Akteuren in den anderen Ländern, mit den Akteuren vor Ort. Und das sind so Sachen, über die man sich dann im Hub auch unterhalten kann. Ich würde gerne, weil wir so langsam auf die Zielgerade einbiegen, jetzt vielleicht mal en bloc zwei Fragen. Hier vorne in der zweiten Reihe gibt es eine Wortmeldung. Und genau, da haben wir schon ein Mikro. Super. Bitteschön. Ja, Michael Wirsching, Uniklinik Freiburg. Erstmal herzlichen Dank für den Hinweis auf die teils mangelhafte Wertschätzung von Global Health, auch in den Universitäten und Universitätsklinika. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Frage stelle. Ich versuche es mal in Frage vorzubringen. Versuchen Sie meine mal. Anregung. Nach meiner Vorstellung leben wir in Zeiten einer gewaltigen Völkerwanderung. Also wenn ich die Zahlen aus vor 3 Tagen gelesen habe, 120 Millionen, glaube ich, Arbeitsmigranten, vornehmlich Fachkräfte, also Brain Drain, 70 Millionen Geflüchtete auf der Welt, davon 40 Millionen Binnenflüchtlinge. Und meine Frage ist, weil wir nun wissen, welch Gesundheitsrisiko Migration und Fluchterfahrung darstellen, wie weit das, also in den Voten kam es noch nicht vor, aber wahrscheinlich, weil es so selbstverständlich ist, dass es als sektorübergreifendes oder strukturelles Thema nicht erwähnt wurde. Habe ich es richtig verstanden? So, jetzt habe ich eine Frage gestellt. Super, herzlichen Glückwunsch. kann gleich jemand was dazu sagen? Sonst ich sag ja. mal, Migration liegt mir auch am Herzen als Thema. Ich würde auch davon ausgehen und ich fand es ganz interessant, dass das internationale Beratergremium die Migration von Gesundheitskräften als ein ganz spezifisches Thema in den aufgenommen hatte. Und ja, bin gespannt darauf, wie das angenommen wird vom BMG, wie das aufgenommen wird und kann dem nur zustimmen. Und ich denke, das ist bestimmt ein Thema, was im Hub auch diskutiert werden wird und Sie haben es ja jetzt auch schon eingebracht. Also super, würde ich sagen. Dann haben wir dort noch eine Wortmeldung gehabt. Genau, bitte stellen Sie sich kurz vor ja, und Ihre Frage. Ja, die Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich gehöre auch zu den Think Tank Akteuren. Ich bin nicht aufgestanden, weil ich schon befürchtet hatte, dass die Gruppe vielleicht nicht explizit genannt wird. Deswegen habe ich mich bei den Wissenschaftlern hingestellt. Ich hätte noch eine Frage, die eigentlich von Herrn Pastors schon teilweise beantwortet wurde, und zwar die Relevanz des Hubs für den Abbau der Fragmentierung eigentlich auch innerhalb der Bundesregierung. Ob Sie dazu noch ein bisschen was sagen können? Sie haben ja schon gesagt, dass man die Themen natürlich nutzen kann, um sozusagen Druck aufzubauen. Und die zweite Frage wäre, inwiefern der Hub eigentlich oder inwiefern geplant ist, dass der Hub eigentlich auch international sich ausrichtet? Also wird man den Blick auch nach außen richten oder ist das ein deutsches Vorhaben, wie der Name das ja im Moment auch eigentlich so suggeriert? Das geht direkt an Frau Herfurth als Interims. Das, wer auch immer sich berufen fühlt. Wer sich immer berufen. Okay, super. Wer kann dazu was sagen? Bleibt es national, international? Ja, also wir haben dies auch im Lenkungskreis vor ein paar Wochen besprochen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, und da bitte ich alle anderen Lenkungskreismitglieder, die hier auch im Raum sind, mich zu korrigieren, falls ich mich irre, ist, dass wir natürlich auch den Blick nach außen wenden werden. Ich bin jedoch der Ansicht, lassen wir uns erst einmal in Deutschland anfangen. Gucken, wer macht was, wie, wann und wo. Wo besteht Verbesserungsbedarf? Klar, wissen wir, ne? Gibt sich. Lasst uns daran arbeiten und natürlich gleichzeitig auch auf die Expertise im Ausland stets zurückgreifen. Doch wir sind der Ansicht, oder ich bin der Ansicht und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass wir erst einmal den Blick nach innen richten sollten. Der Kollege aus Freiburg hatte dies zu Beginn schon gesagt. Ich denke, es gibt ausreichend Bedarf, in Deutschland auch was zu tun, aber gleichzeitig natürlich auch im Ausland. Herr Pastors, wollten Sie noch was hinzufügen? Ja, also zum einen, ich habe das auch so in Erinnerung, ich denke, wir sind ja alle sowieso international vernetzt, aber der Hub versucht zunächst mal hier in Deutschland eine Struktur zu schaffen, die stabil ist und nachhaltig ist und sagen wir mal auf die nächsten 2-3 Jahre stabil sich entwickelt. Alles Weitere kann dann weiterentwickelt werden. Es gibt ja noch eine Menge anderer Hubs, einer ist in Geneva beispielsweise. Also von daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns erstmal untereinander finden müssen. Vielleicht noch dazu,
wie können wir dann auch wirklich Wirkung erzielen? Und da ist nochmal der Hinweis, wir selber, also die HAB-Mitglieder, und zwar nicht nur der Lenkungskreis, die HAB-Mitglieder, die können Themen besetzen. Die kriegen die Infrastrukturunterstützung auch teilweise durch die Geschäftsstelle. Das heißt, wenn Themen wichtig sind und es finden sich Menschen zusammen, die zu diesem Thema arbeiten können, können sie das tun und auch hier hereinbringen. Es ist so meine Hoffnung, wir haben eine Vollversammlung, in dieser Vollversammlung werden Themen eingebracht und dann ist es ein demokratisches Verfahren, welche Themen dann priorisiert werden. Ich hänge das so ein bisschen dran an, wir haben vor einigen Jahren, schon etwas länger her, das Aktionsbündnis gegen AIDS entwickelt. Das ist ähnlich verlaufen. Das heißt, Zivilgesellschaft, aber auch andere Gruppen sind dann zusammengekommen, die Kirchen, die Unternehmen. Und innerhalb dieses Aktionsbündnis gegen AIDS hat man dann bestimmte Stakeholdergruppen gehabt, die dann letztendlich, wir haben es das Leitungsgremium dann gewählt haben. Und dann kann auch richtig gearbeitet werden. Da müssen wir hinkommen. Das wird Zeit brauchen. Ich hoffe, wir schaffen das in einem Jahr. Dann sind wir aber aus meiner Sicht stabil genug, auch wirklich Dinge weiterzuentwickeln. Frau Kickbusch hat noch eine Ergänzung. Ja, wir leben in dem Zeitalter der Netzwerke und der sozialen Netzwerke. Und ich meine, darum heißt das ja auch Global Health Hub Germany. Es heißt ja nicht globale Gesundheitsorganisation Deutschland oder irgend sowas. Und es soll ja was Lebendiges sein. Und ich glaube, manchmal unterschätzen wir in Deutschland auch die Wichtigkeit des Watercooler-Effekts und des informellen Austausches. Man kennt das von Konferenzen und sonst wie ja. Aber die Tatsache, dass man sich zusammenfindet, dass man mit Leuten, die man vorher nicht kannte, die aber sich ebenfalls für das Thema interessieren, zusammenkommt, dass da sich eine neue Kreativität entwickelt, soll man nicht unterschätzen. Und vielleicht ist wichtiger, als jetzt diese Podiumsdiskussion anzuhören, das Zusammenkommen am späten Nachmittag. Ja. Es sind diese Dynamiken, die man manchmal in Deutschland, habe ich das Gefühl, unterschätzt. Ja. Wie das ist, dass man sich trifft, dass man sich austauscht und dass man wirklich das kreiert, was eine Community ist. Ja. Und das ist ja das, was Sie auch ausgedrückt haben, ja. Warum zuerst, dass Germany heißt ja nicht nach inwärts gewandt und Deutsch tief, ja, sondern einfach zuerst mal diese deutsche Community zu kreieren. Und das war eben auch ein Kommentar der internationalen Beratergruppe. Wer in Deutschland zählt sich zur Global Health Community? Zählt sich jemand, der Malaria macht, zu Global Health? Ja? Zählt sich jemand, der Armut macht, zu Global Health? Zählt sich jemand, der sich für Ungleichheitsabbau bei Frauen einsetzt, zu Global Health? Ja? Wie schaffen wir eine Community, die dann wirklich auch eine Stimme hat? Und ich glaube, das ist etwas, was dieses Wort Hub auch beinhaltet und wo wirklich dann auch ein Potenzial anderer Art ist. Und damit ist die Wichtigkeit dieses Panels sozusagen nochmal unterstrichen, um den Boden zu bereiten, um genau das eben zu erkennen und dann heute Nachmittag auch mit einzubringen. Ich habe in Reihe 2 in Erinnerung, dass es da eine Wortmeldung gab, hier auf der Seite. Sie müssen mal winken, dann wissen die Kolleginnen auch, wo Sie sitzen. Danke. Alex Opadi, ich bin Kardiologe an der Uni in Freiburg, habe aber auch einen Think Tank gegründet. Der Hintergrund dafür ist, dass ich ein bisschen, was ich jetzt auch in der Diskussion vermisst habe, die Befürchtung habe, dass in der gesamten Debatte die Verbindung zwischen den verschiedenen Ebenen zwar da ist, aber nicht so in die Gesellschaft reingeht. Und das wäre auch meine Frage, welche Bestrebung oder welches Interesse da überhaupt da ist, dass wir nicht einen Elfenbeinturm derjenigen aufbauen, die Global Health ganz toll finden, tolle Ideen haben, vielleicht auch in die Politik reinwirken, was aus der Wissenschaftsebene in die Politik dann vielleicht interessant ist, aber die Menschen vergessen, um die es geht und die gesamte Zivilgesellschaft, die diese Ideen ja auch umsetzen muss oder auch selber eigene Ideen schon hat. In der Zivilgesellschaft gibt es ja ganz viele kleine und größere Initiativen, die vieles schon über Jahrzehnte machen, die sich da aber nicht so unbedingt zwingend artikulieren oder artikulieren wollen. Und ich glaube, da ist ein großes Potenzial, was auch berücksichtigt werden sollte, was da vielleicht auch ein Bedarf für den Global Health Hub wäre, aktiv auf diese Bereiche zuzugehen und nicht zu sagen, kommt zu uns, wir wollen euch haben, sondern was es an Möglichkeiten gäbe, das Hub auf diese Bereiche zuzugehen. Und ich glaube, da ist eine Stärke auch der Think Tanks, weil die ja diese Verbindung gerade auch suchen zwischen der wissenschaftlichen Ebene und der politischen und auch zivilgesellschaftlichen Ebene.
Also die Einladung ist auf jeden Fall da, dass alle mitmachen können. Gibt es da schon konkrete Ideen, wie man die Zivilgesellschaft nicht nur anspricht und einlädt, sondern auch, sage ich mal, so ein bisschen lockt, Teil von diesem Hub zu werden? Also Ideen gibt es sicherlich dazu, aber es ist auch wirklich mein ehrliches, persönliches Anliegen. Denn Zivilgesellschaft, wenn wir ehrlich sind, wir leben ja doch manchmal in einer Blase. SDGs ist für uns das täglich Brot. Im letzten Jahr gab es eine Studie, eine DEWAL-Studie, die dann feststellte, die SDGs in der Bevölkerung, weiß ich nicht, zu 7-8% nur bekannt. Das heißt, wir müssen auch ehrlich zu uns selber sagen, alles, was wir machen und tun, wichtig und notwendig, aber es kommt nicht in der Breite an. Entwicklungszusammenarbeit, 30 Jahre, die ich jetzt gemacht habe, wir sind immer noch für viele ein Randthema. Das heißt, wir müssen einfach auch anerkennen, dass wir aus dieser Blase raus müssen, dass wir in die Breite gehen müssen, dass wir vielleicht auch in unserem Wording manchmal ein bisschen schlichter und einfacher sein müssen. Dieses komplizierte Wort Entwicklungszusammenarbeit ist politisch absolut korrekt, aber gehen Sie mal draußen eine Fußgängerzone und konfrontieren Sie die Leute auf der Straße mit dem Wort. Das heißt, wir müssen, und das ist der Schlüssel hier, ist Kommunikation. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, mit der Geschäftsstelle zusammen, wie wir unser Anliegen auch so kommunizieren, dass es in der Breite ankommt. Und das ist das Tolle hier am Hub. Wir haben ja doch eine sehr breite Auflage hier. Wir haben ja nicht eine Gruppe, die jetzt hier kommuniziert, sondern wir sind ja ganz viele miteinander aus unterschiedlichen Richtungen dann auch. Und wenn wir dann die Idee haben, vernünftiges Wording zu entwickeln und dann in der Breite unser Thema von Global Health rüberzubringen, dann kommt es auch an. Aber es ist eine echte Herausforderung. In der EZ, muss man sagen, hat das über viele Jahre nicht funktioniert. Und deswegen ist die Chance, dass wir heute wesentlich breiter sind und über Kommunikation, über Kommunikationskanäle letztendlich unser Anliegen in die Breite bringen können. Und da schließt vielleicht auch an dem an, was Frau Kickbusch gesagt hat, es geht auch um Strukturen und da geht es auch um Tools, wie man so Kommunikation aufbaut. Und das kann ja auch ein Thema sein, eine Gruppe sein, die sich genau mit diesen Tools, wie erreicht man die Menschen, mit den Anliegen beschäftigen kann. Ich würde jetzt gerne auf die Zielgerade abbiegen und habe aus der Rubrik Wünsch dir was noch eine kleine Frage an unsere Podiumsteilnehmerin. Die berühmte Fee, die sich auf die Bettkante setzt und Ihnen ins Ohr flüstert, wenn du einen konkreten Wunsch an den Hub formulieren dürftest, wie würde der aussehen? Ganz kurz und knapp, vielleicht in Bezug auf den Zeitplan oder wo soll der Hub in 10 Jahren stehen? Was wäre Ihr ganz konkreter Wunsch jetzt zu Beginn, wo alles in Aufbruchstimmung ist, für den Hub? Ja, also mein ganz konkreter Wunsch ist, dass er so funktioniert, wie er gedacht ist, dass er die Sektoren zusammenbringt und dass in 10 Jahren es wirklich, oder auch in 5 oder auch in 3, dass es wirklich sektorübergreifende Arbeit im Bereich Global Health gibt, sowohl innerhalb von Deutschland in die Breite gehen, wie wir gerade diskutiert haben, und auch hinaustretend in der Entwicklungszusammenarbeit und in der Interaktion mit den globalen, anderen globalen Akteuren. Was flüstern Sie der Fee? Also, ich würde mir wünschen, dass wir eine offene, lebendige Community sind, wo wir auf Augenhöhe wertschätzend miteinander umgehen und die Konfliktthemen, die ja da sind, vernünftig miteinander ausdiskutieren. Also wir werden nirgendwo überall sofort Konsens haben, aber wir müssen einen Prozess entwickeln, um eben wertschätzend miteinander umzugehen und trotzdem unser Anliegen kontinuierlich weiterentwickeln. Herfurt. Ja, unserer Ansicht nach ist es an der Zeit, unsere Bequemlichkeitszonen zu verlassen, unsere gewohnten Kommunikationsmuster abzulegen und bestehende Herausforderungen im Rahmen der globalen Gesundheit gemeinsam anzugehen. Und es ist die Aufgabe der Bundesregierung, die notwendige Infrastruktur dafür sicherzustellen und kalkulierte Risiken einzugehen. Sei es in puncto Digitalisierung, bei der wir von Ländern wie Estland einiges lernen können, oder in puncto kommerzielle Determinanten von Gesundheit Bezug nehmend, unter anderem auf Planetary Health und NCDs. Abschließend appelliere ich an alle Mitgliederinnen und die Bundesregierung, lasst uns ein bisschen visionärer sein, ein bisschen zukunftsgerichteter, weil visionär nicht bedeutet, dass man es nicht machen kann, dass es utopisch ist, sondern dass man versucht, disruptive Potenziale zu nutzen und gleichzeitig sich auch bewusst ist, dass bestimmte disruptive Probleme auch politische Lösungen brauchen. Frau Kickbusch, Sie sind die Letzte in der Runde. Was ist Ihr konkreter Wunsch? Ja, einfach 2 Punkte. Den einen möchte ich aufnehmen, also wirklich auch bereit zu sein, größere Entwürfe zu wagen
und zu sagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, was ist Global Health eigentlich wirklich jetzt, hier und jetzt, zu diesem Zeitpunkt, weil es verändert sich ganz stark und es gibt ganz starke Stimmen aus dem globalen Süden, von der Jugend, von Frauen und so weiter, die auch daran sind, Global Health neu zu definieren, und dafür braucht man diese Offenheit, dass es nicht nur ein Feld ist, wie man so schön sagt, der alten weißen Männer. Das Zweite ist wirklich nicht zu sagen, der Hub soll, sondern dass man mit einer Denkweise rankommt, wie will ich den Hub nutzen, was bringe ich in den Hub ein, wie können wir durch den Hub bestimmte Dinge voranbringen. Es ist keine Struktur, die die Verantwortung hat, etwas zu liefern, es ist eine Struktur, die etwas ermöglichen soll. Und das bedeutet für jedes Mitglied des Hubs, diese Ermöglichungsstruktur zu nutzen. Und das kommt sehr darauf zurück, was die anderen Vorredner auch schon gesagt haben. Und wenn es auf diese Weise lebendig ist, dass man nicht mehr sagt, der Hub soll, sondern mein Hub macht, dann, glaube ich, hat mir die Fee meinen Wunsch erfüllt. Sehr gut, das klingt auch nach einer Einladung mitzumachen und das jetzt für bis morgen Mittag auf jeden Fall ganz konkrete Dinge anzustoßen. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für den Einstieg und ja, vielen Dank.